I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hey, Johnny. What's up? I have a problem with Lisa. She said that I hit her. What? Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur 499. Ausgabe vom Kinocast. Eine Folge, bei der man mal die Nummer nennen kann. Wir sind wieder in voller Besetzung angetreten. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Moin. Meine Wenigkeit, der Erik ist auch da. Und wir wünschen erstmal allen Hörern ein frohes neues Jahr, weil seitdem gab es noch keine Ausgabe, seitdem der Jahreswechsel vonstatten gegangen ist. Lasst es euch gut gehen im neuen Jahr. Alles Gute, viel Gesundheit, gute Filme und so weiter. Frohes Neues. Ja. Happy New Year. Und wir haben für euch einige Filme mitgebracht, denn durch die Sonderfolge haben wir natürlich einmal Sneak quasi ausgelassen in der Sendung, aber wir werden natürlich darüber berichten. Also wir haben zwei Sneaks für euch, brandneue Filme. Einer, der ist so neu, der kommt erst demnächst irgendwie raus, den hatten wir auch in OV. Und dann haben wir so noch ein bisschen was gesehen. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Auswertung vom Adventskalender. Gewinnspiel wird es geben. Und wir starten einfach mal rein. Die erste Sneak, die wir besprechen wollen, ist The Disaster Artist. Ein Film von und mit James Franco und seinem Bruder Dave Franco. Dave. Ja, mit dem er zusammenspielt. Und da hatte die Luise, als wir in der Jahresvorschau gesprochen hatten, hatte sie schon gesagt, ja, da geht es irgendwie so um den schlechtesten Filmemacher aller Zeiten. Und das hatte ich so im Hinterkopf gehabt, als der Film begonnen hat. Und der Film handelt tatsächlich davon, wie Dave Franco irgendwo in der Provinz in so einem kleinen Theaterkurs ist und da irgendwie nicht so richtig die Schleife kriegt, sich fallen zu lassen in der Rolle oder sowas. Und da gibt es halt einen, der geht dann auf die Bühne in diesem Theaterkurs und zieht da voll vom Leder und macht da eine übelste Tränenszene, bricht da zusammen und reißt noch alles mit sich und dem ist alles irgendwie völlig egal, was die Leute von ihm halten. Das findet er irgendwie total cool, weil das ist genau das, was ihm fehlt, so dieses sich so völlig offenbaren vor dem Publikum. Und dann sucht er das Gespräch mit ihm und dieser Herr, den er dann anspricht, ist Tommy Wiseau. Und der wird quasi so ein bisschen so eine Art seine Muse, um es mal so zu sagen. Er hilft ihm, so seinen Weg zu finden als Schauspieler. Und es stellt sich so ein bisschen raus, der hat auch irgendwie Geld, obwohl das eigentlich nie so richtig, er lässt nie so richtig Fragen zu seiner Person. Aber er hat irgendwie Geld, also er hat auch eine Wohnung in L.A. und er bezahlt auch einiges. Und sie ziehen dann zusammen in das Apartment in L.A. und da ist seine Mutter natürlich erstmal, die von dem Dave Franco, die Mutter, erstmal nicht so begeistert, weil ihr Junge, der gerade irgendwie 18 ist, zieht mit so einem älteren Typen nachher irgendwie nach L.A. in eine Wohnung, ist ja alles irgendwie suspekt. Der ist Anfang 20, Entschuldigung, wenn ich da eingrätsche, aber er ist Anfang 20. Sagt das selbst, aber man sieht, er ist doch deutlich in die Jahre gekommen. Und ja, die beiden werden dann irgendwie Freunde und versuchen so ein bisschen jeder für sich im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Und als das nicht so richtig funktioniert, kommen sie irgendwie auf die Schnapsidee, doch selber mal einen Film zu drehen. Und der Tommy, der, wie gesagt, der hat doch irgendwie hat er Geld und stellt dann eine Riesenproduktion auf die Beine und will da wirklich ganz absurd auch mit in verschiedenen Formaten drehen. Also einmal in Digital HD und in Film, also wer sich ein bisschen mit Filmedrehen auskennt, also sollte da eher so sich nicht verzetteln, sondern lieber ein was machen und das richtig und lieber Wert auf andere Themen legen. Ja, er kauft dann auch Riesenmengen Equipment und mietet das Studio an und die machen Castings und dann wird halt der Film angefangen zu drehen und mit allem, was da so dazugehört, mit allem, was da so passieren kann. Und der Tommy Wiseau ist dann selber auch Regisseur und Hauptdarsteller und er ist auch ziemlich extrovertiert und kommt mit manchen Leuten auch nicht so gut klar, sodass er sich immer mal wieder mit einigen vom Team verscherzt. Und wie immer in James Franco-Filmen spielt auch Seth Rogen mal eine kleine Nebenrolle mit und auch diverse andere Personen, die man so aus anderen
Seth Rogen und Dave Franco, James Franco Produktion kennt. Ja, und wie man dann am Schluss erfährt, das ist jetzt nicht gespoilert, das basiert auf wahren Begebenheiten. Es gibt einen Film, der heißt The Room, und der ist damals tatsächlich irgendwie 2003 in die Kinos gekommen und mit überschaubarem Erfolg, um es mal so zu sagen. Also lief irgendwie nur in einem Kino. Und dieser Regisseur, oder den gibt es halt tatsächlich, den Film, und den drehen die auch während des Films, und das halt immer mal auch so tatsächliche Szenen von dem Film nachgestellt wurden, und man sieht es auch dann im Abspann nochmal neben Side by Side, so die den richtigen Film und den ihren Film, den die gedreht haben, und ist eigentlich eine Hommage und eine Liebeserklärung an die, ja, an die Ambitionen, Filme zu drehen und zu machen. Und nachdem der Film etwas sperrig begonnen hat, hatten wir irgendwie sehr viel Spaß, ne, Chris? Sehr viel Spaß ist schon fast untertrieben. Also der hat wirklich, man hockt dran und es geht ja los. Das ist ja, ich hoffe auch nicht gespoilert, wenn ich jetzt schon sage, dass es losgeht mit, es werden so Charaktere gezeigt. Kevin Smith zum Beispiel gleich zu Beginn, der was zusagt, J.J. Abrams, der was sagt, und du hockst schon dran so und denkst dir, okay, was genau wollen die, ist das wirklich ernst gemeint? Und dann siehst du die Besetzung und denkst dir, okay, es gibt jetzt diesen typischen Fäkalhumor, der teilweise drüber hinaus ist, so ein bisschen typisch Seth Rogen halt. Aber ist es überhaupt gar nicht, sondern es ist ein, in meinen Augen, brillanter James Franco, der es ist so auf den Punkt daneben spielt, also gewollt daneben spielt. Und ich glaube, das ist noch viel, viel schwerer, als es wirklich direkt so zu machen. Und es entwickelt sich da wirklich eine Geschichte, die ist, ja, die ist nicht hanebüchen, sondern die ist einfach wirklich, wirklich wahr. Also die ist auch wirklich real. Und das Schlimme ist, in dem Fall, es ist wirklich wohl auch das meiste eins zu eins so passiert. Und wenn man dann auch am Ende dann sieht, mit wie viel Liebe zum Detail und Hingabe das gemacht wurde, also im Vergleich zu dem Original, an das angelehnt war und alles, dann kann man echt nur sagen, echt Hut ab vor der sowohl schauspielerischen Leistung, meiner Meinung nach immer noch, weil es ist einfach, wie gesagt, du musst auf dem Punkt so daneben erstmal spielen können, und auch vom Drehbuch her einfach großartig. Also mich hat's richtig von Socken gehauen, weil ich fand ihn verdammt gut. Ja, war echt super. Also die, ja, das ist halt eine kleine Produktion. Also der James Franco hat sich da wahrscheinlich auch sehr daran orientiert, wie damals der echte The Room gedreht worden ist. Also wirklich mit überschaubarem Budget, überschaubaren Darstellern. Also jetzt nicht so eine riesen full-blown Produktion. Und das ist halt wirklich auch bei ein paar Mal drüber schlafen noch. Das ist halt einfach eine riesige Liebeserklärung an den Traum vom Filme machen. Also wenn jeder, der vielleicht schon mal irgendwie daran gedacht hat, mal irgendwie einen Film zu drehen oder sowas. Ich meine, bei mir, ich habe ja auch mal einen einzigen Film, lief tatsächlich mal im Kino in meiner Heimatstadt, und den ich gemacht hatte. Und das ist schon toll, wenn du dann drin sitzt und dein eigener Film läuft da auf der großen Leinwand und so, wo du sonst immer irgendwelche Blockbuster-Produktionen gesehen hast. Das ist schon toll. Und das ist halt gerade so dieses Gefühl, was da vermittelt wird. Man soll auf jeden Fall die Träume nicht aufgeben, egal was dann hinten rauskommt. Die haben jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass der Film halt auch Kultstatus erlangt hat, aber es gibt natürlich tausende von Produktionen, die gehen halt irgendwie völlig unter. Aber auch wie es so dargestellt war, einfach wunderbar. Das ist mit dem daneben, mit dem Sprachfehler. Man muss es wahrscheinlich, wir haben es im OV gesehen, original. Ich glaube, das geht nur in OV, dieser Film. Also ich glaube auch, weil er, wie gesagt, ja voll angelehnt ist an die Originalmenschen da einfach auch. Und wie gesagt, ich habe vor Jahren lief in der Sneak mal Napoleon Dynamite. Ich weiß nicht, ob der Film überhaupt jemandem groß noch was sagt. Ja. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme geworden. Und The Disaster Artist ist wirklich in einer Liga mit diesem Film, weil er einfach so herrlich Banane ist. Aber auf so eine ganz eigene und so charmante Art und Weise richtig, richtig gut. Und wenn man rausgeht nach dem Kino und fast eine Woche später immer noch die gleichen blöden Sprüche bringt und sich zwei Leute, die ihn gesehen haben, völlig drüber hinwegwerfen und wegwerfen vor Lachen, dann ist irgendwas richtig. Oder, Erik? Also ja, man kann den Film nicht so richtig, vor allem, also wir hatten ihn ja in der Sneak Preview, und
normalerweise, wenn du in den Film reingehst, dann weißt du ja, worauf du dich einlässt. Also du gehst ja nicht in Disaster Artist rein, ohne zu wissen, worum es da geht. Ich glaube, bei uns war halt noch dieser besondere Fall, dass wir überhaupt nicht wussten, was geht da ab. Also da ist James Franco, den man irgendwie zwar aus anderen Filmen schon relativ schräg irgendwoher kennt, aber hier sowas von schräg und dann immer diese schwarzen langen Haare und dann diese Sprachfehler die ganze Zeit. Und I did not. Irgendwo so eine ganz. Und so eine ganz. So eine Mischung aus einerseits totaler Privatsphäre, also überhaupt nichts von sich preisgeben. Und dann wiederum der andere Teil von ihm war irgendwie total extrovertiert. Also da war es ihm irgendwie völlig egal. Also alles, was irgendwie so das Künstlerische angeht, da war irgendwie total extrovertiert. Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn die Linie da überschritten war, dann völlig in sich gekehrt und das einfach großartig gespielt, auch mit seinem Bruder halt zusammen. Das hat ziemlich gut gepasst und einfach herrlich. Also kann ich nur empfehlen. Wir haben ja heute Nacht werden ja die Golden Globes verliehen, jetzt in der kommenden Nacht. Und der ist ja auch mit nominiert. Und zwar, wie sollte es anders sein, für den Bereich Musical or Comedy als bester Film. Und okay. Das ist durchaus, Musical ist es nicht, aber Comedy. Aber in dem Bereich ist ja zum Beispiel auch Get Out nominiert. Also, die haben da mal reichlich komische Kategorien, aber ja. Ich gucke gerade mal. Nee, für einen Darsteller ist er nicht motiviert, ich meine, nicht nominiert. warte mal, wenn, dann wäre hier Hugh Jackman. Doch, James Franco, doch, klar. Best Performance in a Motion Picture, Musical or Comedy, James Franco, Disaster Artist. Also, wie gesagt, einfach so großartig, daneben hinzuspielen, ich finde es immer noch gigantisch, ich bin immer noch wirklich begeistert. Also wirklich Hut ab. Und vor allem dann auch wirklich mit relativ überschaubarem Budget das Ganze zu realisieren, und einfach das auch so gut drüber zu bringen und da jetzt nicht irgendwie viel mehr draus zu machen, als es eigentlich ist. Und er schafft es halt auch dadurch, dass dem eigentlichen Filmemacher, diesem Tommy Wiseau, wirklich Tribut gezollt wird auch. Also man merkt es auch, wenn man dem Tommy Wiseau folgt, ich seitdem in diversen sozialen Netzwerken und das erlebt halt jetzt auch einen Aufschwung. Es gibt sogar einen Re-Release von seinem The Room, also der kommt ins Kino. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland ins Kino kommt, aber Zwinker, Zwinker ans Metropol, ne? Vielleicht wäre da mal was. vielleicht mal wenigstens eine Vorstellung oder so. Yo, Weird Monday. Keine Ahnung, nee, nicht parallel zu Sneak, um Gottes Willen. aber das wäre mal cool. Also ich glaube, das würde ich mir angucken im Kino. Würde ich Geld dafür hinlegen. Und ja. Ansonsten, ich denke mal, das wird auch in Richtung Oscars durchaus seine Kreise ziehen, der Film, weil die Academy mag halt Filme, die sich um die Traumfabrik drehen und die auch davon handeln, von solchen Filmemachern mit ihren Träumen und sowas. Man hat es ja gesehen, La La Land und so, ne? Ich glaube, der hat durchaus gute Chancen auch bei den Oscars. Ich glaube, wir haben wirklich einen der heißesten Oscar-Kandidaten da gesehen gehabt in der Sneak. Ich bin da sehr dankbar dafür, dass das Metropol auch den Mut gehabt hatte, so einen relativ sperrigen Film. Also das hätte ja natürlich auch voll nach hinten losgehen können, das Sneak. Dass alle sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Und, aber ja, aber wenn man die Bewertungen anschaut, die abgegeben wurden, also es sind, wie viele sind es? 10, 14, 17 Stimmen sind abgegeben worden in der Gruppe und keiner ist schlechter als 7 Punkte. Von 7 bis 10 alles dabei. Ja, das weißt du aber vorher nicht, ne? Als Kinoleiter. Ja, aber wenn trotzdem, du sagst, du überlegst dir eventuell diesen Film da in das Sneak zu bringen, musst du halt überlegen, ja, wie kommt der an jetzt? Also, ja, na, aber das ist vielleicht auch die Sneak mal ein guter Testballon, um zu sehen, wie kommt der bei den Zuschauern an. Kate, haben wir dir jetzt ein bisschen Lust gemacht auf den Film? Du hast ja vielleicht schon mit dem Chris ein bisschen vorher drüber geredet. Oder musstest deine Zitate ertragen? I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Kate. Oh, hi. Ich glaube, ich würde ihn mit dem Heimkino auf jeden Fall mal angucken. Weil ich halt auch James und Dave Franco-Fan bin. Ich würde mir angucken. Ist bestimmt lustig. Ja, also auf eine ganz eigene Art ist sehr lustig. Ich bin mal gespannt, ob den noch jemand anders in der Sneak bekommt. Bis jetzt habe ich das noch nicht so gesehen.
manche schreiben mir schon auf Twitter, bevor sie ihre Sendungen aufnehmen, ihre Podcasts, was sie in der Sneak hatten. Deswegen, aber bis jetzt kam da noch nichts mit Disaster Artist. Bin da gespannt, wie andere den so aufnehmen. Okay, achso, punktemäßig, ich glaube, ich habe irgendwie 9 gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Du hast 9 gegeben, ja. Ich habe ihm 8 gegeben. Stehe ich voll dazu. Ich bin ja auch, ich mag solche Themen, die so sich um die Traumfabrik drehen und so. Das, ja, und gerade auch so bei so kleineren Produktionen, da bin ich immer noch mal wohlwollender. Und gerade wenn es im OV ist, dann finde ich sowieso per se irgendwie besser. Deswegen, ich stehe zu meinen 9 Punkten, du hast 8, ne? Trage ich hier mal ein. Ja. Und ihr hattet ja noch, oder wir haben noch eine zweite Sneak für euch, liebe Hörer. Nämlich, wart ihr beide eigentlich in der, Chris und Kate? Ja. Ja, Chris ja. und Kate waren. Ich wage mich zu erinnern, dass ja. Quasi passend zum Weihnachtsfest, so kurz nach Weihnachten. Nur Gott kann mich richten. So, Moritz bleibt treu als Gläubiger. Oder wie? Schön wäre es. Schön als wäre Satanist es. Oder was? Nein. Du bist auf der völlig falschen Fährte, aber es ist schon okay. Mach ruhig noch ein bisschen weiter. Allahu Akbar, oder was? Nein. Es ist ein Gangsterfilm. Kann man das so sagen, Kate? Ja. Ja. Okay, und es geht hauptsächlich um Ricky. Der kommt frisch aus dem Knast und will dessen Kumpel Latif seine alte Schuld begleichen und die haben was probiert, einen Überfall probiert, der ging gewaltig schief, einer ist im Krankenhaus gelandet, zwei wurden hops genommen, also der eine im Krankenhaus gelandet ist, der auch hops genommen, das war sein Bruder Raphael. Und ja, er geht jetzt, kommt raus aus dem Knast und möchte, wie gesagt, noch einmal so einen perfekten Coup landen, quasi ein sicheres Ding, um einfach vom Geld her abgesichert zu sein und dann abzuhauen. Und ja, was soll er machen? Es ist wie immer, man überlegt am Anfang und dann steigt man doch ein. Also Ricky steigt in das Geschäft ein und holt wieder seinen Bruder Raphael an Bord. Und es kommt, wie es kommen muss, was eigentlich als so einfach und simpel erscheint oder im ersten Moment geplant ist, ist es halt nicht. Es gibt Komplikationen, es geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Aber halt auf eine ziemlich krasse Art und Weise. Also es hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen an wie so eine kleine Gangsterkomödie, aber hat mit einer Komödie überhaupt mal gar nichts am Hut. Der Film ist unglaublich finster und ziemlich brutal manchmal auch. Also gerade, ja, es gibt ein paar Szenen, auch am Ende wird es dann auch nochmal richtig heftig, wo man sagt, oh, okay, spannende Sache. Also es spielt noch eine Polizistin mit rein, die Polizistin Diana, gespielt von Birgit Minichmeier, wenn die jemand kennt, was ich natürlich hoffe. Und man will gar nicht so viel sagen, weil man wurde relativ viel verraten, glaube ich, dann schon. Oder wie siehst du das, Kate? Ja, es ist eine sehr, sehr verstrickte Geschichte, deswegen darf man gar nicht so viel erzählen. Der Ricky ist halt mit seinem Bruder und seinem Kumpel da in eine Geschichte reingeraten, wo dann halt eben diese Polizist dann auch noch mit drin hockt. Und dann ist es ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel, was da abgeht. Und das ist, jeder hat für seine Handlungen einen verdammt guten Grund, der auch mehr oder weniger nachvollziehbar fast schon ist. Und deswegen ist es wirklich unglaublich spannend und krass erzählt. Und man weiß nicht, wie dieser Film ausgehen kann, dass er irgendwo ein gutes Ende nimmt. Und deswegen fand ich den extrem cool. Also Regie und Drehbuch sind von Özgür Yildirim. Der hat auch Chico schon gemacht. Mhm. Das sollte dem einen oder anderen schon was sagen. Und wie gesagt, extrem düster, extrem gemein teilweise und unglaublich verstrickt. Ja, alles, was man schon sagt, ist schon fast wieder zu viel. Ja. Also es geht um einiges an Geld, es geht um einiges an Ruf wiederherstellen. Es geht um Familie und es geht halt nicht um dieses schöne Eitel-Sonnenschein-Milieu sonst, wie sonst vielleicht, sondern halt wirklich ziemliche, ja, ich will jetzt nicht sagen Unterschicht, das wäre ein bisschen zu hart. Aber spielt in Frankfurt, ne? Ja, spielt in Frankfurt, das sagt alles.
Nee, finde ich auch mal gut, weil die meisten Filme spielen irgendwie immer in Berlin oder so. Ja, genau. Also aber hier haben wir wirklich mal Frankfurt als Kulisse und auch mal diese, sagen wir mal, das die düstere Seite von Frankfurt dargestellt, ne, in dem Film. Und das ziemlich, fand ich echt spannend. Und was ich auch noch ganz cool fand, war der Soundtrack. Da war ganz arg viel deutsche Rap-Musik dabei und halt auch so Gangster-Rap-Gedöns. Und dann denkt man im ersten Moment auch jetzt wieder so, ach Gott, oh je, und oh ja, bla 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 blub oder so. Aber ist es eben auch nicht, weil es passt komplett da rein zu dem Film. Also wie die Charaktere reden, wie das abläuft, alles, wie die Geschichte sich entwickelt, es passt, also die Musik passt meiner Meinung nach. Und ja, das Ende verraten wir natürlich nicht. Natürlich auch nicht, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Das kann man nämlich, glaube ich, am Ende auch so sehen, wie man möchte, wieder mal. Aber nee, wirklich ein spannendes Stück Film. Also ich habe mich sehr drauf, ich habe das Plakat gesehen, habe gesagt, okay, Moritz bleibt treu, ist für mich eigentlich schon für einen deutschen Film schon so ein Stück weit hier Qualitätsmerkmal. Wird auch jetzt, sehe ich gerade, als Drama geführt, das Ganze. Kommt Ende Januar in die Kinos und was soll man sagen? Ich würde ihn anschauen. Also wenn ich ihn jetzt nicht in der Sneak gesehen hätte, ich hätte wirklich überlegt, hey, Moritz bleibt treu Film, den kann man sich anschauen und kann man in dem Fall wirklich. Mhm. Die Steff hat ja noch was geschrieben gleich hier. Sie hat den Film auch in der Sneak gesehen und sie ist echt wütend. Zitat, das war der schlechteste Film, den sie dieses Jahr gesehen hat. Sie hat ihn auch noch 2017 gesehen. Ja, und das Schlimmste ist, er kann noch in Reutlingen kommen, in ihre eigentlichen Heimsneak, wenn ihr Urlaub vorbei ist. Also hat sie da Befürchtungen. Ja, aber also, würde mich interessieren, warum sie den so schlecht fand. Dann frag sie mal auf Facebook. Ja, Steph, frag mal. Oh, erzähl mir mal, warum du den so schlecht fandest. Genau. Was hat dich dran gestört? Würde mich echt interessieren. Ja. Ansonsten, ich gucke hier auf Movie-Pilot, da sind auch so ja solche und solche Meinungen. Also entweder den Leuten gefällt es richtig gut oder sie finden den halt nicht so, sehe ich da hier, je nachdem. Ihr gehört offensichtlich zu der Fraktion, die den richtig gut fand. Vielleicht muss man so ein bisschen Gangsterfilme und sowas mögen. Und ja, das wäre der Weg, das ein bisschen drauf ein. Gar nicht. Ich mochte ja Chico eigentlich auch, dann von der Art her. Hoffe ich mal, es wird vielleicht ähnlich. Ich mag ja auch dieses Gangster-Gerede überhaupt nicht, ne? Was, magst also du das, nicht Gangster-Gerede oder was? Ja, nee, ich habe auch mal zum Chris rumgeguckt, so was reden die denn da? Aber das hat irgendwo dazugehört. Ich weiß nicht, fand's jetzt, also es hat mich am Anfang ein bisschen so und dann ging es eigentlich. Wenn man sich dran gewöhnt hat, war es okay. Naja, also wie sind eure Wertungen da? Ich habe, glaube ich, 8 Punkte gegeben. Ich müsste jetzt gucken, ich weiß es nicht mehr aus, wie ewig her, aber ich habe ihm 7 gegeben. Ich glaube, du hast 7 gegeben. Das war ja letztes Jahr. Das war ja vor einem Jahr. Naja. Es war noch schlimmer, es war letzte Weihnachten. Ja, stimmt. Wenn wir einmal hier in der Gruppe sind, Chris, wie ist der Tipp für die nächste Sneak für morgen? Der Tipp für die nächste Sneak, also für die Sneak Nummer 931, lautet: Ich war Soldat. Ach, das war ja der Tipp, ja, genau. Ja. Kate, was gibt's da für Tipps? Hast du schon? Es gibt genau 2 Tipps. Einmal hat der Martin getippt, die dunkelste Stunde. Und dann hast noch du getippt, Erik. Ich habe Criminal Squad getippt. Warum weiß ich jetzt nicht mehr. Das hatte aber auch irgendwas damit zu tun, dass jemand mal Soldat war und jetzt irgendwas. Ja, dunkelste Stunde ist ja der über den Dings hier, na, Zweiten Weltkrieg hier, na, wie hieß er? Ja. Moment, mit Gary Oldman auf jeden Fall. Winston Churchill, ja. Genau. Den hatten die bei den Leinwandperlen schon mal das nie gehabt und die waren ein bisschen enttäuscht über diese. Normalerweise werden ja in solchen Biopic oder solchen Studien, wird ja meistens so eine Episode aus dem Leben gezeigt, die irgendwie was ganz Entscheidendes geprägt hat. Und das war wohl hier nicht so bei diesem Film. Fanden das ein bisschen, ja. Mal gucken, aber der Martin, der arbeitet selbst im Kino auch. Und dem seine Tipps haben eigentlich immer ganz gut gepasst. Ich glaube, jedes Mal, wenn er irgendwas getippt hat, kam das dann auch. Vielleicht sehen wir den dann morgen. Also in Bezug auf Oscar-Vorbereitungen, ja, wäre es schon gut, den gesehen zu haben, denke ich mal. Weil ich glaube, da ist zumindest mal eine Schauspielernominierung drin für Gary Oldman. Okay, ich war auch noch mal im Kino.
Ach ja, ja, auch, sehe ich gerade hier. Aber ja, den Star Wars hatten wir ja schon. Ihr habt ja nochmal neu gesichtet. Ich mache mal noch meinen Coco kurz. Coco kurz. wir waren in Coco, lebendiger als das Leben. Und ja, habt ihr ja bestimmt irgendwie den Trailer schon mal gesehen oder so, ne? Das ist dieser neue Pixar-Animationsfilm, wo es darum geht, quasi diese mexikanische, ja, was ist das, eine Legende oder weiß nicht, Glauben oder sowas, dass halt eben die Seelen so ins Totenreich gehen und mit diesem Tag der Toten, den Dia de los Muertos, der dort gefeiert wird, auch dieser Totenkult. Und hier passiert halt was, also da gibt es einen kleinen Jungen, das ist der Coco, und dem wird halt gesagt, dass irgendwie vor zig Generationen gab es in seiner Familie irgendeinen Mann, der hat irgendwie Unheil über die Familie gebracht, und der war Musiker, und seitdem ist Musik aus dem Leben verbannt von der ganzen Familie. Es darf keiner irgendwas mit Musik zu tun haben. Und der Coco hält sich da nicht so richtig dran und will eigentlich da auch so ein bisschen Gitarre spielen, ist so ein bisschen musikalisch veranlagt und will auch an diesem Feiertag Gitarre spielen. Und dieser, ja, einer von diesen Vorfahren, der war halt irgendwie ein berühmter Musiker, der da dieses Unheil gebracht hat, und dem seine Gitarre ist auf so einem Friedhof in diesem, ja, was ist das, so eine Gruft, ja, in dieser Gruft ist sie dort aufbewahrt, und das war halt ein ganz bekannter Musiker. Und der will die halt stehlen, und in dem Moment, wo er die dann hat, öffnet sich quasi so, ja, diese Totenwelt. Also er sieht dann plötzlich, er ist in dieser Totenwelt, und da sind halt diese ganzen Skelette, die man auch im Trailer auch sieht, und ja, muss sich dann irgendwie mit denen auseinandersetzen. Er erfährt dann halt, wie die so denken und ticken, und ich will mal nicht zu viel verraten. Ich laviere hier schon ein bisschen rum, weil da, man kann nicht alles erzählen, weil da sind wirklich ein paar sehr nette Überraschungen drin, die ich nicht verraten möchte. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Und ich fand den Film schon sehr, sehr, sehr nett. Also gerade auch in Bezug zum Beispiel auf diesen Bo und der Weihnachtsstern, den wir irgendwie gesehen hatten, der war ja völlig, den fand ich ja überhaupt nicht so. Das war wesentlich besser. Also ein sehr, sehr guter Animationsfilm. Hat mir aber im Vergleich zu diesen anderen Pixar-Filmen, gerade auch zuletzt hier dieser Alles steht Kopf oder sowas, da fand ich die Story schon ein bisschen stärker. Hier gibt es zwar auch ein paar sehr tolle Hach-Momente, die ich jetzt nicht verraten kann, an welcher Stelle die sind und warum. Aber es geht halt auch mit darum, wie mit dem Ansehen von Toten umgegangen wird in dieser Welt. Und da kann man schon auch für das eigene, wie wir damit umgehen, hier in unserer Kultur, kann man vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen. Ein paar positive Aspekte, was man da vielleicht tun sollte. Und da sind ein paar schöne Szenen drin. Insgesamt fand ich es aber fast ein bisschen zu sehr von Pixar in die Richtung getrieben, so jetzt machen wir mal was, damit wir mal diese ganzen, ja, vielleicht mexikanischen Zuschauer irgendwie gewinnen können. Also es war irgendwie sehr, sehr mexikanisch alles angehaucht, aber es ist natürlich auch thematisch gesehen. Aber toller Film, sehenswert auf jeden Fall, wie alle Pixar. Ist aber insgesamt in meinem Pixar-Ranking ja nicht ganz vorne mit dabei, aber auf jeden Fall im vorderen Feld. Ja. Und ihr habt nochmal Star Wars geguckt, diesmal in OV, ne? Habe ich gelesen. Vollkommen, ja, richtig. Gehört. Vollkommen, wir richtig. Wir haben Chris dazu gekriegt, dass er Star Wars da mal gucken. Worum ging's? War das jetzt völlig anders? Eine andere Story? Es war keine andere Story, aber der Film war völlig anders. Anderes Erlebnis, muss es wirklich, ja, sagen. Er war komplett anders. Ich habe ja hier im Podcast den schon ein bisschen, ja, stark kritisiert, kann man so sagen. Und vieles auch sehr, sehr kritisch gesehen. Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen, habe gesagt, okay, gucke ich mir an, überlege ich mir dann nochmal, was dabei rumkommt. Und ich muss sagen, es war kein Fehler, ihn im Originalton anzuschauen, weil es so ein gravierender Unterschied ist, wie der Film in OV ist, wie zur deutschen Übersetzung. Der Film ist um Längen düsterer. Der Film ergibt um einiges mehr Sinn in meinen Augen. Einfach von den Dialogen und von den Abläufen her. Man erkennt beim zweiten Mal so viele Kleinigkeiten, die einen vielleicht beim ersten Mal noch gestört haben, wo allerdings beim zweiten Mal dann schon Sinn ergeben. Deswegen muss ich bei Star Wars etwas revidieren. Er ist immer noch manchmal unpassend lustig, aber
im Original bei weitem nicht so, wie er im Deutschen gewirkt hat. Also er wirkt in der Originalfassung wirklich komplett anders. Und ja, ich kann es jedem wirklich nur empfehlen, der am Anfang jetzt gesagt hat, okay, ich gucke mir den Film an und ja, ganz komisch und weiß auch nicht. Einfach mal auf Englisch anschauen. Denn er wirkt komplett anders. Allein Luke Skywalker klingt nicht, als ob er per Skype oder per Telefon verbunden wäre von der Insel, wo er ist. Wirklich Unterschiede wie Tag und Nacht. Absolute Unterschiede. Für mich Unterschiede wie Tag und Nacht. Auch die Szene mit Yoda, die ganz arg viel andere Szenen auch. Einfach, ja, es wirkt komplett anders. Deswegen unbedingt auf Englisch anschauen, den Film. Meine Empfehlung. Die Frage ist jetzt, ob es deswegen war, weil du es jetzt auf Englisch gesehen hast, dass es anders gewirkt hat oder ob es einfach so beim zweiten Mal sehen einen anderen Eindruck. Na, wie gesagt, du siehst beim zweiten Mal sehen, siehst du ein paar Details anders, ganz anders plötzlich, werden dir Sachen auch bewusst. Also ich werde es jetzt nicht spoilern wie und was. Nur mir ist es extrem aufgefallen, dass es wirklich de facto Szenen dann gibt, die einfach anders sind. Punkt. Die wirken komplett anders, wenn du es das zweite Mal siehst. Und halt Dialoge und Gespräche und alles wirken nochmal ganz anders auf Englisch. Viel, viel düsterer. Die Heiterkeit, wo ich beim ersten Mal schauen auf Deutsch noch drin hatte, dieses ja teilweise flapsige und alles, komplett weg. Also nicht komplett, aber ich würde sagen 90% von weg. Und das will was heißen. Ja, Synchro kann da schon viel kaputt machen, deswegen gucke ich es auch lieber im Original. Kate wollte noch irgendwas sagen. Ja, ich wollte noch sagen, also beim zweiten Mal gucken sind mir halt ganz, ganz viele tolle kleine Details aufgefallen, die einfach beim ersten Mal weg gar nicht so präsent waren. Also ich grundsätzlich den Film zweites Mal zu gucken sowieso, ja, schaut euch ihn an, euch fallen so viele süße Kleinigkeiten im Hintergrund auch auf. Details, auf die ja so viel Wert gelegt wurde. Das fand ich echt super. Und eben die Synchro. Also wir haben ja das Problem gehabt, dass es einfach zu lustig war. Und teilweise sind diese Gags einfach viel zu lustig synchronisiert worden. Im englischen Original sind die halt total beiläufig, viel ernster gesprochen. Und auch Kylo Ren kommt im Originalton viel ernsthafter rüber. Also wenn er sich da mit Rey irgendwie spricht oder irgendwas, oder generell Unterhaltungen. Ich habe im Deutschen immer das Problem gehabt, ich kann den Typ nicht ernst nehmen. Und wenn man ihn dann im Originalton hört, da hört man richtig diese Ernsthaftigkeit, diese Boshaftigkeit. Und das geht in der deutschen Synchro so verloren. Also es ist mir noch nie so arg aufgefallen, wie jetzt bei Star Wars 8. Deswegen nochmal gucken, in OV gucken, alle, die so ein bisschen kritisch waren auch. Es macht es echt besser. Unglaublicherweise. Aber die deutsche Synchro macht einfach extrem viel kaputt. Ja, ich gucke jetzt auch das Erwachen der Macht und so. Gab es ja auf Sky. Und hatte ich mir aufgenommen. Gucke ich auch immer in OV an. Ja. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Gerade auch die verfremdete Stimme von Kylo Ren durch die Maske klingt halt auch irgendwie ganz anders. Finde ich, also im Original. Der klingt auf Deutsch einfach so babyhaft, so, den kannst du nicht ernst nehmen, ja. Und ich habe immer nach dem ersten Mal gucken, dachte ich so, ist das wahr, was der so alles erzählt hat? Und jetzt beim zweiten Mal gucken, in OV mit seiner Originalstimme, war ich wirklich, ja, okay, jetzt ist mir klar, okay, der hat das echt so gemeint oder, weißt du, das ist ganz anders. Es wirkt so komplett anders. Das ist quasi ein anderer Film. Ist einfach so. Ja, definitiv ein gutes Schlusswort zum Thema Star Wars Episode 8. Auf jeden Fall mal im Original gucken, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und ja, dann schreibt doch mal Kommentare, falls ihr es in OV gesehen habt, wie es da gewirkt hat. Habt ihr jetzt dann aufgewertet dann nochmal euren... Ja, also ich gebe mir auf jeden Fall einen Punkt mehr. Also Punkt. Vier Punkte dann, oder? Ja, in der nach oben offenen Skala. Nee, ich habe ihm, glaube ich, 8 gegeben. Deswegen, jetzt bin ich bei 9. Ah, okay. So, dann kommen wir mal in die Rubrik Heimkino. Heimkino. Ich habe einiges
geschaut. Das werde ich jetzt nicht alles in epischer Breite ausführen, was ich so gesehen habe. Aber bloß um es mal genannt zu haben, damit ich das nicht wieder vergesse, was ich alles. Ach, ich sehe, hier ist auch was dazugekommen bei euch im Dokument. Ich fange aber mit einem an, der mich relativ angenehm überrascht hat, der aber ja hier so in diesen, auf diesen Seiten, wo ich immer mich mal so rumtreibe, Kinoseiten, hat er nicht so eine wahnsinnig tolle Wertung bekommen. Mir hat er aber sehr gut gefallen. Ist nämlich Selfless. Und da ist zwischen dem Self und dem Less ist so ein Schrägstrich. Der kam mal in der Sneak. Tatsächlich, da war ich aber offensichtlich nicht. Oder ich bin dement. Der ist cool, das Hast du den gesehen, in der Sneak? Ja, wir haben den in der Sneak gesehen, ja. Da war ich irgendwie. Das weißt du auch noch, oder? Ja, ich erinnere mich an Selfless. Ja. Das muss aber schon länger her sein dann. Vielleicht war ich da mal nicht. Ja, definitiv. Ja, aber der lief auf jeden Fall definitiv in der Sneak, ja. Okay, aber da gab es, glaube ich, keine Kinokast-Sendung, hoffe ich mal, weil für mich war der Film neu irgendwie. Dann können wir es ja mal kurz machen. Also Regie hat Tarsem Singh geführt, der ja bei einigen relativ coolen Filmen Regie geführt hat er auch und zum Beispiel bei The Fall oder The Cell, also immer sehr visuell sehr ansprechende Filme oder Krieg der Götter, der war jetzt von der Story her nicht so wahnsinnig toll. Aber deswegen hatte ich da die Blu-ray jetzt schon länger mal hier liegen gehabt. Wollte den mal schauen. Und Ryan Reynolds spielt die Hauptrolle. Und es geht darum, dass in der Zukunft gibt es wohl die Möglichkeit, dass man, wenn der Körper irgendwie anfängt, Probleme zu machen, dass man quasi seinen Geist in einen anderen Körper hinein verpflanzen kann. Und diese anderen Körper, die werden halt für diesen Zweck gezüchtet. Und dann wird der Geist dort rein implantiert, man hat wieder einen frischen Körper ohne irgendwelche Probleme oder Krebs oder irgendwas. Ne? Ist natürlich eine sehr tolle Science-Fiction-mäßige Vorstellung. Und gerade jetzt, wo ich auch viel Black Mirror gesehen habe, das klingt schon sehr danach so ein bisschen. Das kostet auch sehr, sehr viel, diese Prozedur. Also irgendwie, was war es, 250 Millionen, aber der hat viel Geld, der Typ, der das macht. Und der wird ja dann gespielt von Ryan Reynolds. Also der hat dann den. Der jüngere Körper ist dann Ryan Reynolds. Und dann stellt er aber fest, wenn er, dass er manchmal so komische Visionen hat von Dingen, die er eigentlich nicht wissen kann, die eigentlich nicht zu seiner Vergangenheit gehören. Und er versucht dann ein bisschen nachzuforschen, was es damit auf sich hat, weil er kann da so bestimmte Sachen erkennen und ja, macht dann Nachforschungen. Und wenn er diese Nachforschungen macht, dann kommt ihm diese Firma, die diese Prozedur anbieten, ein bisschen in die Quere, die sagt, hier, das soll mal aufhören, da nachzuforschen und dann, er ermittelt natürlich weiter und entdeckt dann so Schritt für Schritt, was dann so dahinter steckt und ich will mal nicht viel mehr verraten. Ich fand ihn ziemlich cool, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, was ihr dann das Sneak damals empfunden hattet. Ich weiß noch, was ich cool fand. Ja. Ich fand ihn auch cool. Fand den, also der Tarsem Singh, der hat sonst immer so wirklich so bildgewaltig waren dem seine Sachen. Also wenn ich da an The Cell denke oder hier diesen anderen, den ich gerade genannt hatte, ist hier gerade nicht so. Also der hat wirklich ganz bodenständig Action, zwar mit einer Science-Fiction-Prämisse und die einzelnen Aufnahmen von den Orten, die sind schon ziemlich cool, aber jetzt bei Weitem nicht so wie bei The Fall oder so, wirklich so farbenfroh und so wirklich erschlagend wie irgendwelche Gemälde teilweise. Wirklich hier ganz bodenständig, aber ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also kann man durchaus angucken. Vielleicht gibt es den ja auf irgendeinem Streaming-Portal, wo ihr den auch gucken könnt. Ich fand den sehr, sehr gut. Hab, glaube ich, irgendwie 7,5 Punkte gegeben. Liegt damit über dem der Durchschnittswertung von dem Portal. Die Lage liegen irgendwie bei 6, und. Aber das macht nichts. Mir hat er gefallen. Ich fand ihn spannend. Ja. Und ja, ihr habt den 100-Jährigen geguckt, nehme ich mal an, auf Sky, oder? Ja, den fand ich schön. Also den habe ich aufgenommen gehabt und habe ihn dann jetzt tatsächlich mal die Zeit mehr oder weniger gefunden, ihn noch wirklich anzuschauen und mir auch genommen. Und der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, gibt es ein Buch von, ist ein Film von Felix Herngren mit Robert Gustafsson, Ivar Wiklander, David Wieberg und so weiter, kommt aus Skandinavien. Schweden, genau. Und worum geht's? Nach einem langen, ereignisreichen Leben landet Alan Carlson, Allan Carlson, er ist ja Schwede, Entschuldigung, Allan Carlson
also Robert Gustafsson im Altenheim und langweilt sich doch zu Tode und an seinem 100. Geburtstag beschließt er einfach, ich hau mal ab. Sprich, er flieht, klettert aus dem Fenster, was für mich schon eine sehr, sehr schöne Szene ist, der klettert raus aus dem Fenster und dann kommt der Polizist und das Fenster steht offen, es steht ein Stuhl davor und alle so, wo ist er hin, wo ist er hin? Und dann meint die betreuende Dame nur so, ja, vielleicht ist er aus dem Fenster. Nein. fand ich schon mal sehr schön. Und ja, er begibt sich auf eine Reise mit ganz arg vielen lustigen Wendungen und schönen neuen Freunden, die er kennenlernt, kriegt einen Koffer voller Geld, begegnet einen Elefanten, dann wie gesagt der Polizist, dieser völlig Inkompetente, der dann im Endeffekt den Fall löst, ohne dass er es weiß. Und ja, und es ist so mich hat so, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen dran erinnert auch an Forrest Gump, weil bei Forrest Gump ist ja auch immer so, welchen Einfluss Forrest Gump quasi auf die Geschichte hatte, wenn wir uns erinnern, ne? Also wo Forrest überall aufgetaucht ist und was da alles passiert und so. Und Alan ist sowas Ähnliches, weil der war bei den teilweise bedeutendsten Ereignissen des 20. Jahrhunderts war er dabei, mal mehr, mal weniger. Also das Manhattan-Projekt hat er begleitet und lauter solche Späße. nur um ein Beispiel mal zu nennen. Und ich fand mal wieder einen Film aus dem hohen Norden, der unglaublich viel Charme mitbringt, der unglaublich witzige Charaktere auch da mitbringt, der seinen trockenen Humor dann auch hat. Und teilweise, du denkst dir nur so, okay, jetzt wird es ein bisschen langweilig, aber dann passiert wieder irgendwas. Was auch jetzt nicht so zum, oh Gott, ich muss mich festhalten, dass ich nicht vor Lachen aus dem Sessel fliege, sondern einfach nur brutalst nett, brutal bodenständiger Humor, furztrocken teilweise. Und es ist ein Film, den kann man wirklich mal anschauen. Der ist jetzt 2014, kam in die Kinos, der wird also dieses Jahr 4 Jahre alt, aber die 2 Stunden, die kann man sich, denke ich mal, gönnen für der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ich wollte ihn auch schon immer mal gucken. Hast du noch nicht gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Aber so schäme er sich. Ja, ich hab jetzt gerade, du siehst ja meine Liste, ich habe sehr, sehr viel nachgeholt. Ja, und den hast du nicht gesehen. Den habe ich traurig. Nicht nachgeholt, aber jetzt werde ich den wohl mal demnächst mal in Angriff nehmen, ja. Kate, wie hat er dir gefallen? Ach so, ja. Ja, schönes Filmchen. Ich habe gehört, der nächste Teil soll nicht so gut sein. Der 101-Jährige. Der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand irgendwie so, ne? Das soll irgendwie nicht ganz so gut sein, irgendwas. Ich fand den ganz, ganz hübsch und ganz süß, aber ich habe ihn jetzt nicht so abgefeiert. Also er war ganz okay. Ich fand ihn ganz süß. Ja. Ich habe noch einen Film geschaut von einem visuell eigentlich beeindruckenden Regisseur, nämlich von Ang Lee, der ja zum Beispiel Tiger and Dragon gemacht hat. Den hatten wir mal, das Sneak damals in Gera. Und das war mein erstes Date mit einer Ex-Freundin. Weil dazu eignet sich die Sneak nämlich ganz gut. Da ist keiner für einen Film verantwortlich, sonst überlegst du ja, was suche ich jetzt aus? So, gehst einfach hin. Ja, jedenfalls, Tiger and Dragon, Ang Lee, der hat ja auch Hulk gemacht, diese eine Verfilmung da, Brokeback Mountain, hat er, glaube ich, einen Oscar gewonnen. Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger, eigentlich auch immer ziemlich bildgewaltige Sachen, cool gedrehte Sachen. Und der hat einen Film gemacht, der lief auch auf Sky, den hatte ich mir mal aufgenommen, Die irre Heldentour des Billy Lynn. Und da hatte ich kontroverse Diskussionen mitbekommen über den Film. Und habe ich mir irgendwann gedacht, ich will den doch mal gucken. Hatte mir den aufgenommen, habe es jetzt über die Feiertage geschafft. Die Hauptrolle spielt Garrett Hedlund. Und, nee, Entschuldigung, Billy Lynn spielt Joe Alwyn, aber Garrett Hedlund spielt auch mit. Und da spielen auch ein paar andere bekannte Darsteller mit. Zum Beispiel Kristen Stewart, um mal eine zu nennen. Ja, und es geht darum, dass einer in den Irakkrieg geht und in so einer brenzlichen Situation agiert er mal heldenhaft, um es mal so zu sagen. Und diese Heldentat, die wird nun ziemlich ausgeschlachtet auch zu Hause, was dazu führt, dass er mit seiner Kompanie oder nee, die Kompanie nicht, wie heißt das, Gruppe, Team, Squad, keine Ahnung, also nicht die ganze Kompanie, sondern halt nur diese Truppe, die da in dieser Situation war, mit eben Billy Lynn, mit dem Helden, mal in die USA kommen und da quasi so rumgereicht werden zu verschiedenen Events,
um dort quasi mal zu berichten, wie das ist und eben so die Helden gefeiert werden. Und eine Station dieser Tour ist halt, dass sie bei einem Footballspiel in der Halbzeitshow da eben mal vorgeführt werden sollen, damit auf der Bühne stehen sollen. Das ist irgendwie so ein dickes Ding, was da abgefeiert wird und dann auch für diesen für diesen Besitzer dieser Footballmannschaft dann auch für den Werbeclip mit zur Verfügung stehen. Und ja, es ist wohl auch noch irgendwie geplant, dass da ein Film gedreht werden soll auf Basis von der Heldentat, die er hat. Und da sollen wohl parallel dazu auch Verhandlungen stattfinden über diese Filmrechte. Und da wollen sie gleich die Zeit nutzen, um dort eben gleich auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Steve Martin spielt den Clubbesitzer von diesem Football-Club. Und das ist ja sein erster Auftritt im Kino seit langer, langer Zeit. Vin Diesel hat auch noch eine kleine Rolle mit und Chris Tucker, der war auch längere Zeit nicht im Kino zu sehen, den sieht man auch. Was ich mir erhofft hatte, war, dass der Film vielleicht ein bisschen kritisch damit umgeht, mit diesem ganzen Thema und Helden sein und vielleicht doch nicht so Helden und das ein ganz bisschen wenigstens auch aus einer anderen Perspektive mit zeichnet. Stattdessen wird da ein riesen patriotisches Feuerwerk, das Sonderklasse, abgefackelt von Anfang bis Ende. Und das war einfach stellenweise absolut unerträglich. Also es war zwar soweit ganz gut gespielt, aber es war einfach teilweise so banal. Also da lernt er zum Beispiel eine von den Cheerleaderinnen kennen, die da bei dieser Halbzeitshow da auch ein bisschen oder bei dieser Football immer da so rumtanzen und ja, ach, die guckt sich nur gleich in ihn, in die großen Helden. Das war alles so banal und daneben. Also ich weiß nicht, was Ang Lee geritten hat, diesen Film zu drehen. Also ob er sich da irgendwie mit den konservativen amerikanischen Kräften da irgendwie sich gut stellen wollte, dass er da wirklich so ein patriotisches Ding da abfackelt, wirklich kein bisschen mal mit leichten Misstönen oder Zwischentönen, gar nichts. Ne? Oh, unerträglich, der Film. Also ich habe irgendwie 4 Punkte oder so gegeben. Ganz schlimm. Hast du schon mal was davon gehört, ihr? Nee. Okay. Also ist vielleicht für die interessant, die sich vielleicht ein bisschen für Football interessieren, weil man da mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, aber ansonsten ist kein guter Film, der geht fast 2 Stunden. Also nicht so empfehlenswert. Okay, damit ich nicht ganz so viel, ich mache nur noch einen bisschen länger, nämlich Kong Skull Island. Habt ihr den schon gesehen? Nee. Okay. Den möchte ich euch mal ans Herz legen. Der ist wirklich toll. Echt jetzt? Ja, der ist wirklich toll. Hätte ich nicht gedacht. Der ist mit Jack Black. Echt? Ist das nicht, da spielt doch Jack Black mit, oder? Bei Kong Skull Island? Ja, spielt ja nicht den. Kong Skull Island? Der also, Typ mit der Kamera? Oder bin ich jetzt so da verwirrt? Du redest von King Kong, glaube ich. Hm? Du redest von King Kong, von dem Peter Jackson-Film King Kong, oder? Nee, ich dachte, der spielt für Skull Island. Also, wir reden von unterschiedlichen Filmen. Ich meine Kong Doppelpunkt Skull Island. Ja. In den Hauptrollen Tom Hiddleston und Samuel L. Jackson und Brie Larson und John C. Reilly und John Goodman. Und noch etliche andere coole Darsteller. Und wir sehen am Anfang, wie ein Flugzeug irgendwie im Zweiten Weltkrieg, nehme ich mal an, oder weiß nicht, irgendwann stürzt es mal auf so eine Insel ab und da ist irgendwie so ein Japaner und ein Amerikaner und die bekämpfen sich dann und plötzlich kommt eben Kong zum Vorschein und ja, und dann kommt so ein kleiner Cut. Da ist dann Vietnamkrieg und hier wird so eine Spezialeinheit aus Vietnam abgezogen, weil die gesagt haben, oh, wir haben hier was Wichtigeres, da brauchen wir euch mal. Und schaffen die eben auf diese Insel, die noch nicht kartografiert ist. Und da sollen die eben rausfinden, was da Phase ist. Und ja, man kann sich natürlich vorstellen, da ist King Kong auf der Insel. Und ich fand den extrem gut, sehr kurzweilig. Tolle Bilder, witzige Effekte, cooles Drehbuch. Absolut zum Angucken, den Film. Hätte ich nicht gedacht. Hat mich sehr positiv überrascht, der Film. Ja, sehr fantasiereich. Sehr viele verschiedene Viecher tauchen da auf. Tolle Einstellungen, wenn King Kong da fightet und so. Auch ein paar coole Wendungen. Ja. Seid ihr überhaupt noch da? Klar. Okay. Warte nicht doch. Bitte?
Ja, ist nicht so mein. Was ist denn das für eine Frage? Interessiert mich überhaupt nicht. Okay. Ist die Märchenstunde mit Erik schon vorbei? Ne? Nein, kann ich euch nicht natürlich. Von Kong Skull Island irgendwie. Guckt den mal, wenn der auf Sky oder so läuft. Da kostet ja nichts. Dann. Beziehungsweise ist schon bezahlt. Ja. Nehmt euch mal auf. Der müsst ja bald laufen oder so. Hab den jetzt hier als Leih-DVD gehabt. Cooles Ding. So, und nur ganz kurz. Willkommen bei den Hartmanns. Gesehen und nicht so gut befunden. 4 gegen die Bank gesehen und für ganz schlecht befunden. Also, es sei denn, mir schreibt jemand in den Kommentaren, dass ich da völlig falsch liege, dann wäre ich gerne noch beschreiben, warum ich das so fand. Ansonsten gucken wir mal, wie es hier so in den Charts aussieht und was so neu anläuft in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. Platz 10 in Stuttgart, Insidious, The Last Key. Platz 9, Paddington 2. Guckt von euch eigentlich einer, jetzt hätte ich bei einer Top Gear gesagt, wie heißt das, The Grand Tour? Ich nehme es mir nur vor, aber ich packe es irgendwie nie. Ich habe es jetzt gerade hier geguckt auf Amazon und da gab es eine, die haben ja jetzt auch wieder so ein, dass sie Prominente fahren lassen, ne? So eine Runde. Und da haben sie einmal Leute, die mit Bären zusammenleben. Da war einmal der Hauptdarsteller von Paddington 2. Und dann war noch irgend so ein Amerikaner, der mit einem echten Bären zusammenlebt. Die sind gegeneinander Auto gefahren. War sehr lustig. Platz 8, Ferdinand geht stierisch ab. Platz 7, Coco, lebendiger als das Leben. Platz 6, The Greatest Showman. Platz 5, die schwäbische Komödie Leible und Frisch, Der Gott der Dijk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ja, ungefähr. So höre ich da raus. Der Gott der Dijk. Okay, scheint wohl auch was Regionales zu sein. Ich glaube nicht, dass der in ganz Deutschland irgendwo platziert ist. Ja, Platz 4, dieses bescheuerte Herz. Höre ich nur Gutes von den Leuten, die drin waren. Hm. Platz 3, Pitch Perfect 3. Platz 2, Jumanji, Willkommen im Dschungel. Und Platz 1, Star Wars, Episode 8, die letzte. Überraschend. Ups, ja. Übrigens, Jumanji war das, Kate, wo du meintest, da Jack Black und so. Ja, nee, ich So, wo habe ich jetzt die Neustarts? Die habe ich aus Versehen weggeklickt, aber kein Problem. Kann man ja nochmal aufmachen. Diese Woche startet, also diese Woche ist der 11.1., der Donnerstag, startet The Commuter. Also nicht The Computer, The Commuter. Von Jerome Colette-Serra, der auch Nonstop gemacht hat, mit Liam Neeson und Vera Farmiga und Sam Neill. Dann ein Anime-Film, der ins Kino kommt, der hat in Japan irgendwie alle Rekorde gebrochen, was ich so gelesen habe, und war irgendwie Platz 1 Kinocharts. Irgendwie ist da Star Wars noch nicht mal rangekommen. Your Name. Gestern, heute und für immer. Sagt das einem von euch irgendwas? Ihr seid doch eher so in dieser... Nö. Nee, gar nichts. Your Name. Punkt. Ja. Anime-Drama um die rätselhafte Verbindung zwischen den beiden weit voneinander entfernt lebenden Schülern Mitsuha und Taki, die täglich ihre Körper tauschen. Mhm. Also, klingt lustig. Ja. Wonder Wheel mit Kate Winslet und Justin Timberlake, ein nostalgisches 50er-Jahre-Liebesdrama von Woody Allen um eine von ihrer Ehe enttäuschte Kellnerin, die sich auf Coney Island in einen Rettungsschwimmer verliebt. Dann The Untamed, ein hochgelobter Science-Fiction-Thriller über ein frustriertes Paar, das Bekanntschaft mit einem außerirdischen Wesen macht, das totales Glück schenken kann. Puh. Ach, jetzt kommt ein Film, da hatte ich den Trailer vor Bo und der Weihnachtsstern im Kino. Ted Stones und das Geheimnis von König Midas. Zweiter Teil der Ted Jones Animationsfilmreihe um einen tollpatschigen Bauarbeiter, der davon träumt, als Schatzsucher große Abenteuer zu erleben. Also ich habe ja noch nie von dem ersten Teil gehört. Sagt euch das was? Ted Jones? Nein. Also der Trailer sah auch ein bisschen aus wie Indiana Jones als Animationsfilm. Sah jetzt ganz nett aus, aber ja. Ein Weg, ein einfühlsames Drama über die Beziehung zwischen dem Schreiner Andreas und dem Floristen Martin, die beim gemeinsamen Urlaub an der Ostsee auseinanderbricht. Oh, Spoiler. So, das war's. Mehr startet diese Woche nicht. Es wird dann wohl wahrscheinlich The Commuter. Oder für Woody Allen-Fans Wonder Wheel oder für Anime-Fans Your Name. Punkt. Und alle anderen gehen wahrscheinlich noch in Star Wars rein. Jetzt in OV.
nochmal gucken. Mhm. Zweitsichtung in OV, unbedingt. Und, Serien. Gucken wir mal, was da so läuft hier. Serien, wo ist mein Einspieler? Hier. Serien. Kate hat eine Serie geguckt. Ha. Ja. Kam die vierte Staffel von Black Mirror raus. Für alle, die es nicht wissen, Black Mirror ist eine Serie, die hat meistens zwischen 3 und 6 Episoden und jede Episode ist unabhängig von der anderen. Eine futuristische, Science-Fiction-artige Vorstellung einer Zukunft, Vergangenheit in irgendeiner Weise, einer fiktiven Realität. So. Und die gehen eigentlich immer ziemlich gut ab, die Folgen. Und jetzt auch Staffel 4 rausgekommen mit 6 Episoden und wieder richtig schick. Die erste Folge startet direkt mit einem sehr, sehr coolen, einer sehr, sehr coolen Art von Star Trek. Also auf eine sehr coole Art und Weise. Also, man hat das Gefühl, es ist eine Verarsche, eine Star Trek-Verarsche. Aber es wäre nicht Black Mirror, wenn es eine Verarsche-Sendung wäre, ja. Sondern es geht dann nochmal in ganz andere Richtungen weiter. Und geht auch direkt, zweite Episode, super coole Episode mit Archangel, also muss ich sagen, fast die stärkste Episode der Staffel. Also zieht sich wieder ein guter Faden durch die Sci-Fi-Geschichte. Ich frage mich immer, wie man auf diese Ideen kommt, die solche Hirngespinste umzusetzen, dass sie cool werden. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also die Ideen dahinter sind einfach abgefahren. So und Science Fiction auf die Spitze getrieben. Das ist aber auf so eine Art und Weise. Du kriegst da halt diesen kurzen Einblick in diese Idee von einer Welt und dann puff, endet. Episodenende, nächste. Das Schlimme Idee. Schlimme ist immer, man hofft, dass es, um Gottes Willen, dass es nie so wird, wie das da gezeigt wird. Wenn du aber jetzt manchmal so die ersten Black Mirror Staffeln schaust, da sind teilweise schon Sachen drin, wo du sagst, ja, das ist jetzt schon so. Ja, das Einzige, was ähnlich bei allen Staffeln und allen Folgen ist so ein bisschen die Art und Weise der Technologie. Also die Handys, die haben, die sind irgendwie in jeder Episode ähnlich. Ja, also es sind alles sehr hochtechnologisiert. Also die haben da jetzt immer die gleiche Grundtechnik, sagen wir mal so, aber immer auf eine andere Weise genutzt und auf die Spitze getrieben. Die, finde ich, absolut stärkste Folge dieser Staffel ist tatsächlich die letzte. Warum, muss jeder selber rausfinden. Ich werde niemandem spoilern, weil es richtig gut gemacht ist. Die schwächste Folge ist, die finde ich jetzt, diese Schwarz-Weiß-Folge. Sieht man auch gleich bei Netflix auf der Übersicht, da ist eine Folge, da ist das Bild schon in Schwarz-Weiß. Das bleibt auch so stilistisch super cool, keine Frage, auch also wirklich gut dargestellt, aber von der Story her die, sagen wir mal, am wenigsten gut erklärte Geschichte. Deswegen, die fand ich nicht so gut. Aber wieder eine hervorragende Staffel. Also, Erik, du hast auch schon gesehen, ne? Ja, also noch vielleicht kurz zur Erklärung, wer noch nie Black Mirror gesehen hat, Schande über euch, also das muss man unbedingt gucken. Ja. Also unbedingt, zum einen, es ist halt keine Serie im typischen Sinne, dass es irgendwie was miteinander zu tun hat, außer einem gewissen Grundthema. Es sind halt einzelne Filme eigentlich, die aber in einem gewissen Kontext zusammengefasst sind. Mir hat persönlich die Folge, die Episode Hang the DJ am besten gefallen, wo es halt um so eine Dating-App geht, sag ich mal. Die war echt cool. Vor allem, wie sich das dann auch so entwickelt hat. Und ja, die Schwarz-Weiß fand ich tatsächlich auch am schwächsten, weil die war von der Story her einfach, es war halt nur eine, ja, ich will nichts verraten. Das ist halt immer besser bei Black Mirror, wenn man gar nichts weiß eigentlich, wenn man einfach so reingeht. Black Museum, die letzte, die fand ich auch sehr gut. Was ich auch sehr gut fand, war die Crocodile, die halt irgendwo so in diesem, was war das, Skandinavien oder Island oder keine Ahnung, diese karge Welt und dann kommt da eine in so einen Strudel von Sachen rein, wo sie dann keine Kontrolle mehr drüber hat. Und das fand ich auch sehr, sehr gut. Und die Auflösung der Folge ist einfach der absolute Wahnsinn. Die Folge Archangel, da geht es zum Beispiel darum, über
Überwachung von Kindern mittels App. Ja. Ist zum Beispiel auch von Jodie Foster getreten, nochmal so als kleiner Art. Die fand ich aber nicht ganz so. Weißt du eigentlich, warum Black Mirror Black Mirror heißt? Ja. Warum das überhaupt so heißt? Weißt du's? Ja. Okay. Ich hab mir nie darüber Gedanken gemacht, erklären, warum es Black Mirror heißt. Ja, also im Endeffekt, Black Mirror ist quasi dein Spiegelbild, wenn du dein Handy oder deinen Computer ausschaltest. Genau. Dann siehst du dich selber, spiegelst du dich in deinem Display. Schwarzen. Aber halt auf diesem schwarzen Display. Deswegen Black Mirror. Und ich habe das immer anders assoziiert. Ich habe immer, Black Mirror habe ich immer gedacht, ja, diese schwarze, düstere, andere Welt hinter dem Spiegel. So habe ich es mir immer vorgestellt, warum die Serie Black Mirror heißt. Aber ja, wenn ich mir jetzt so mein Handy vorhalte, ja, habe ich eine schwarze Spiegel. Schaust du das auch, Chris, oder ist das nichts für dich? Nein, ich habe es bisher nicht geschaut. Chris, du musst von dieser Staffel auf jeden Fall die erste Folge gucken, unbedingt. Weil die wird sogar dir richtig gut gefallen. Kannst du mal von der allerersten Staffel die erste Folge gucken. Ja, mal gucken. Also das sind halt wirklich einzelne Filme, da ist sehr viel, also Technologie, wer sich ein bisschen für Technologie und Gadgets und sowas interessiert, auf jeden Fall Black Mirror gucken. Ja. So viel Material gibt es ja da nicht. Es ist jetzt nicht irgendwie 24, wo man sich Folgen gucken muss und ganz, 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 ganz tolle Serie, finde ich. Ja. Ganz tolle Produktion. Die ersten waren ja noch irgendwie BBC-Produktion, dann hat Netflix das übernommen, hat zum Glück die ganze Tonalität beibehalten. Ich finde sogar, also die erste zwei Staffeln war ja BBC und dann die dritte Staffel, finde ich, seit Netflix hat sogar noch mal einen Ticken mehr Fahrt aufgenommen. Ja, wobei es ein bisschen, ja. Also ist halt immer solche und solche. Ja. Mal abgesehen davon, dass die Serie einfach der Wahnsinn ist, muss man auch sagen, haben die auch immer eine richtig gute Besetzung. Ja, also wenn ich mir überlege, ich habe jetzt, wie gesagt, die vierte Staffel geguckt und in der ersten Staffel in dieser Episode mit den Fahrrädern. Das ist, glaube ich, sogar die allererste Episode mit diesem Sing-Contest und so. Das ist doch der aus diesem Horrorstreifen da. Wie heißt der? Get Out. Der Dunkelhäutige. Wie heißt denn der? Mit Fahrrädern? Aber, ich überlege gerade, was du meinst. Ja, da gibt es doch diese eine Episode mit dem Typen, der morgens aufwacht. Die sind auf so einer Art Raumstation, steht morgens auf, isst dann Essen, setzt sich auf sein Fahrrad. Ach, das, und ja. Müssen die da radeln und dann schenkt dir doch der einen dieses Ticket für diese Musikshow. Das ist doch der aus Get Out. Das weiß ich jetzt gar nicht. Könnte sein. Da habe ich jetzt erst, wie gesagt, ich habe jetzt erst nochmal die Staffel geguckt und dachte, ja, das ist doch der. Oder generell hier dann die eine aus Hold and Catch Fire. Ja. Ja, also wir haben hier echt teilweise super sehr geile Besetzungen. Also immer sehenswert. Top. Ja. Zumal ja auch aus verschiedenen Black Mirror-Episoden dann durchaus auch mal mehr wird, irgendwie mal ganze Filme oder so. Also Robert Downey Jr. hat schon die Story für aus der einen Episode gekauft, will da einen Kinofilm draus machen. Aus welcher Episode? Das ist, ich glaube, zweite Staffel war das, wo man so alle Erinnerungen auf so einem Chip speichern kann und dann immer so vor- und zurückspulen kann. Das ist erste Staffel. Erste Staffel? Okay. Erste dann Staffel, ist erste dritte Staffel. Folge oder so. Ja, genau, das kann sein. Wo die dann diesen Knopf in der Hand haben und dann werden die Augen so weiß, ne? Dann kann man so spulen. Ja. Ja. Das ist erste Staffel. Ja, echt cool. Ja, definitiv. Also, cooles Ding. Ich habe es auch komplett geguckt, ja. Aber, ja, ich habe es halt wieder inhaliert. Stimmt. Bei mir geht es immer so, ich kann da nicht, ich kann da wirklich nur eine gucken erstmal. Immer. Ich kann da nicht, das ist immer so von der Stimmung her, geht es mir da so wie bei Breaking Bad. Das ist so ein abgefahrenes, so ein komisches Gefühl, was das transportiert. Da kann ich nicht mehr als eine Folge pro Tag irgendwie gucken, weil sonst, es macht mich irgendwie total, komisch dann. Also, weil das so düster, das ist so düster und das zieht einen ja dann auch so runter, dass er jetzt nicht irgendwie. Ja, das hat ja auch nicht alles immer ein Happy End oder so. Ja, klar. Und da ist die ganze Zeit immer so ein komisches Gefühl dabei, dass irgendwie alles, das kann nicht gut ausgehen und so. Die ganze Zeit immer. Und, weil das auch so gut gespielt ist, das saugt einen halt so rein. Und da kann ich mehr als eine Folge pro Tag kann ich da nicht ertragen. Genauso wie bei Breaking Bad, als es in eine bestimmte Richtung ging, die Serie. Da konnte ich auch immer nur eine gucken. Staffel 3 war so zäh. Jo. Ja. Na gut, dann haben wir euch, liebe Hörer, eine Serienempfehlung gegeben. Ich denke mal, die meisten werden das sowieso geguckt haben. Und
gehen wir doch mal weiter rüber zum Filmrätsel. Manche werden sich vielleicht kaum noch daran erinnern, wie das Rätsel überhaupt war, vor Weihnachten. Rätselecke. Weißt du es denn noch, Kate? Wir haben das ja hier bei mir am Rechner gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Nein, sogar. Hast du ja auch geschrieben. Hier, warte. Wir haben Gerät. Also ich weiß das, was wir rausgesucht haben. Ich weiß nicht, hast du deine Karte noch vom letzten Mal? Also meine Karte habe ich selbstverständlich noch. Okay, gut. Warte mal, also ich hatte, wir hatten ja rausgesucht und die Auflösung ist die Reise zur geheimnisvollen Insel. Ach ja, stimmt. Ein ganz schrecklicher Film. Fällt es mir wieder ein. Ich glaube, den hat auch jemand erraten. Warte mal, ich muss meine E-Mails aufmachen. Ja, genau. Der Thomas hat nämlich geschrieben, der hat es erraten, aber deins hat er nicht erraten. Was? Da hat er nur ein Fragezeichen geschickt, ja. Hm. Und, mal kurz gucken. Der Mike hat auch noch geschrieben, meins hat er erraten und bei dir hat er geschrieben, das ist einer der Dr. Mabuse-Filme. Weiß aber nicht mehr genau welcher. Richtig. Schon ewig her. War ja, toll in der Zeit, wo auch die ganzen Edgar Wallace und der Hexer-Filme liefen. Ja. Hat aber recht. Die 1000 Augen des Dr. Mabuse war das. Er wünscht uns noch frohe Weihnachten. Danke. Und er zockt gerade ausschließlich Splatoon 2. Ich auch. Switch. Hey, ja, lass mal deinen, send mir mal deinen Namen, dann können wir mal gegeneinander spielen oder miteinander. Splatoon 2, geiles Ding, ey. So, und deins, hast du ein neues für heute? Ja. Also, aufpassen. Ja. Jerry, sein bester Freund und ein amerikanischer Geologe finden sich zusammen, um auf Expedition zu gehen. Nach einem Unfall gerät das Trio bei sich verschlechterndem Wetter in eine lebensbedrohliche Notlage. Mhm. Ich wünsche viel Spaß beim Reden. Ich habe jetzt gerade noch keine Idee. Tja, aber das muss ja nichts heißen. Da bin ich mal gespannt. Richtige Lösung an kate@kinocast.net. Und jetzt kommt noch eins von mir. Die Überschrift lautet: Mach mal Pause. Die Welt steht nahe vor dem Untergang. Nur ein Kommandant auf einem einsam umkämpften Stützpunkt kann sie noch retten. Und deshalb schießt er mit seiner Waffe auf einen Cola-Automaten. Viel Spaß. Wer ein bisschen andere Kinopodcasts hört, in einem anderen Kinopodcast war der Film gerade Thema. Aber ja, mal gucken, wer es rauskriegt. So, und ich bewege mich mal in Richtung von den Kommentaren, die wir so bekommen haben. Briefkasten. Dazu müsste ich natürlich erstmal die Seite aufmachen und mich ein bisschen durchwühlen durch die ganzen zum Jahresrückblick. Mal gucken, was da so für Kommentare kam. Der Jürgen hat noch geschrieben, er kann nicht verstehen, warum alle La La Land so feiern. Und ja. Und er fragt, ob es vielleicht einen kleinen Oscar/Golden Globe-Sondertalk irgendwie gibt. Also Golden Globe wird jetzt ein bisschen zu knapp, weil der ist ja jetzt quasi diese Nacht. Jetzt, wir nehmen am Sonntagabend auf und jetzt in der Nacht um eins beginnt es. Ich nehme es mir auf. Ich gucke diesmal nicht live. Das kriege ich arbeitsmäßig nicht geregelt. Ich muss morgen früh da sein. Und sonst hätte ich mir einen Tag freigenommen und hätte es geguckt in der Nacht. Aber ich versuche mich nicht spoilern zu lassen, wenn ich es dann morgen Nachmittag dann irgendwie versuche noch zu schauen vor dem Kino. Ja, La La Land, ich finde es ja auch unerwartet. Oder ich fand es, es hat mich überrascht, dass ich es gut fand, sag mal so. Weil ich mag ja eigentlich keine Musical und toller Film. Ich habe mir sogar den Soundtrack gekauft bei iTunes. Hör den immer mal. Das will was heißen. Bei euch? Kennt ihr? Habt ihr das gesehen irgendwie? Oder? Nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ja. Ich habe ihn gesehen. Ich dachte, ja. Ich habe auch nicht, mir war auch nicht klar, warum den alle so feiern. Aber er war schon ganz okay. Okay. Der Mike schreibt noch er bedankt sich für die Vorwarnung bezüglich The Greatest Showman. Das Singen hätte er nicht im Kino haben wollen und so wird er den frühestens im Heimkino schauen. Hatte Kate eigentlich keine Zeit, wollte er noch wissen. Da hatte ich schon drauf geantwortet gehabt, dass du ja gerade da arbeiten musstest. Und wir wollten es gerne im alten Jahr noch raushauen, den Talk. Arrival konnte er auf Sky mal nachholen und fand ihn wirklich gut.
mal eine andere Weise an Aliens heranzugehen. Rein von der Zeitlinie waren ein paar Sachen nicht logisch, aber das kann man dem Film verzeihen. Ja, aber im Kino, boah, in der Sneak Preview, boah, das war der Hammer. Also zum einen eine große Leinwand und in der Sneak weiß man ja nicht so richtig, was einen da erwartet. Also man informiert sich da nicht vorher, um was es da großartig geht. Das war, boah, das war der Kracher irgendwie. Arrival ist immer noch eine der positivsten Sneak-Erinnerungen der letzten Jahre bei mir. Genauso wie Nocturnal Animals. Fand ich auch sehr gut. Und mal gucken, bei der letzten Episode vor Weihnachten, da hatte der Thomas ein paar Kommentare geschrieben, der hat ein paar Filme nachgeholt. Mother hat er geschaut. Obwohl es ein Haunted House Psycho-Horrorfilm ist, ist dieser eher unberechenbar. Die titelgebende Mutter, gespielt von Jennifer Lawrence, durchschreitet buchstäblich die Hölle, dass es sogar dem Zuschauer unter die Haut geht. Man sollte es schon bis zum Ende durchstehen, weil die Auflösung ganze Bände spricht. Er gibt 8,5 von 10. Interessant. Habe ich auch noch auf meiner Liste, dass ich den mal gucken will. Jumanji, die Fortsetzung ist weniger schlecht geraten als erwartet, erreicht das Original aber nicht. Und er gibt 6 von 10. Und Bright hat er auch gesehen. Will Smith liefert eine gute Leistung, weil er und Joel Edgerton die Hauptbasis dieser Buddy-Action-Komödie vielleicht an manchen Stellen etwas zäh, hinterlässt zwar reichlich Fragen. 8 von 10. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, hatten wir in unserer Runde schon mal über Bright? Ja, ne, ich fand ihn furchtbar. Ich fand den furchtbar. Habt ihr da ich mal reingeguckt? Ich gucke ihn auch nicht an, weil ich mag den Typen nicht. Okay. Nee, ich mag hier, wie heißt er? Will Smith nicht. Okay, ja. Der Felix hatte noch wegen dem Kommentar von Willems hat er darauf Bezug genommen. Er findet den Kommentar erschreckend und bei Technikproblemen kann er solche Kritik noch nachvollziehen, aber wegen inhaltlichen Themen ist es absolut unnötig. Und ja, Podcast ist ein Hobby, das kostenlos angeboten wird und man steckt viel Arbeit und Zeit rein und so weiter. Könnt ihr mal lesen, den Kommentar. Der Dave hatte noch was geschrieben zu Loving Vincent, das habe ich schon richtig gestellt. Dann sind wir eigentlich durch mit den Kommentaren, oder? Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Ist irgendwas über Facebook irgendwas reingekommen? Oder nö, per E-Mail? Du bist doch hier. Per E-Mail habe ich ja schon gehabt. Du bist doch hier die Briefkastentante. Frag Tante Kate. Genau, liebe Hörer, wenn ihr mal Fragen. Ich habe Kommentare schon. Genau, wenn die lieben Hörer mal, wenn da irgendjemand Fragen an uns hat oder sowas, mal was Bestimmtes wissen möchte von uns, irgendwas, was wir. Kann er gern auch in die E-Mail mit reinschreiben. Ich werfe mal einen Blick in die Amazon-Käufe rein. Oh, das ist gar nicht so viel. Achso, ich muss ja ein bisschen weiter zurückgehen von der Zeit her. Ah, ich sehe jetzt nur die letzten letzte 30 Tage mache ich mal. Okay. Also vielen Dank an den, die folgende Sachen hier bestellt haben bei Amazon. So, jetzt. Amazon ist gerade langsam. Oh, gar nicht so viel. Ein Samsung Flip Wallet Case. Ein Cover wahrscheinlich für ein Smartphone, wo man halt irgendwie noch Visitenkarten oder Kreditkarten reinstecken kann. Und ein Schuhbürstenset inklusive Glanzbürste. Vielen Dank für die Bestellung über unsere Amazon Affiliate Links. Dann denke ich mal, Adventskalender-Gewinnspiel. Ah, stimmt. Also, Adventskalender-Gewinnspiel. Die ersten Plätze, die alles richtig haben, sind Franzi, der Thomas Holmer, Leinwandperlen, der Martin und die Steff. Die haben alles richtig erraten. Glückwunsch! Ja, absolut. Also jedes Türchen vom Adventskalender. Und die bekommen auf jeden Fall alle einen Preis von mir. Und dann werde ich noch welche auslosen, die von den anderen, die mitgemacht haben, auf Basis von den Losen. Also jeder, der mitgespielt hat, auch wenn er es falsch hatte, hat ein Los damit im Topf. Und die Lose stehen ja auch in der Liste mit drin. Und da werde ich noch ein paar Überraschungspreise auslosen. Ich werde dann in den nächsten Tagen die Personen dann anschreiben und um die Adresse bitten, damit ich die Preise auch irgendwie zuschicken kann. Dann noch ein Hinweis, und zwar auf in der Metropol-Sneak Facebook-Gruppe läuft gerade eine Abstimmung zum besten und schlechtesten Sneak-Film des Jahres 2017. Das heißt, ihr könnt da auch mitmachen, wenn ihr irgendwo anders in die Sneak geht, wenn ihr da irgendwelche Filme davon hattet und ihr sagt, oh, das war mein Lieblingsfilm, wenn ihr den da findet oder das war der schlechteste, dann könnt ihr da auch gerne abstimmen. Chris, wollen wir schon mal irgendwie
ein Zwischenfazit machen? Ich hätte es offen. Nö. Oder? Nö. Okay. Nö. Alles klar, ne? Ich frage ja nur. Bis wann kann man denn abstimmen? Chris, was sagst du? Bis wann? Nö. Ende des Monats? Oder? Ich hätte gesagt Ende des Monats, das reicht ja dann auch. Genau, ich weiß nicht, wann ihr da die Auswertung dann geplant habt. Auf jeden Fall, gibt es da auch ganz unten so ein Feld, das ist kein Pflichtfeld, da kann man noch, wenn man irgendwie seinen Senf dazugeben will, was gut ist oder was verbessert werden könnte. Das bis jetzt sind alle voll des Lobes hier, Lob an Moderator Chris und das gesamte Team, ja, zum Beispiel. Oder viele wollen mehr Geschenke, nur mal so als Hinweis. Oder manch klar, einer, aber nicht. Eine oder eine, das lässt sich hier nicht genau, schreibt nur, ich finde den Moderator klasse. Das ist natürlich super. Meiner. Und bei A und B Sneaks hätten manche gern die Chance, beide Filme anzuschauen. Also wahrscheinlich mit Zeitversatz oder so. Keine Ahnung, wie das gemacht werden könnte. Ob das möglich ist. Ja. Also nutzt die Möglichkeit auf der Metropol Sneak Facebook-Gruppe für den besten und schlechtesten Film. Ist eigentlich relativ einfach. Man klickt da drauf und dann ist alles untereinander. Einmal oben den besten und einmal unten den schlechtesten Film auswählen und dann da Name eintragen und wenn ihr möchtet, noch einen Kommentar und dann abschicken. Okay, sind wir eigentlich soweit durch, oder? Ja. Yep. Noch irgendwas? Dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche. Vielleicht guckt ja jetzt jemand noch die Golden Globes, weil die Sendung geht ja heute noch online. Hat er noch ein bisschen Material vorher zum Hören. Hat mich viel auch Spaß dabei. Ja, viel Spaß auch. Hat mich auch gewundert, wie viele sich den sehr, sehr langen Jahresrückblick-Podcast angehört haben. Also es war von den Downloadzahlen her, war das mehr als sonst üblicherweise sich die Leute runtergeladen haben. Also ja, waren ja auch einige Kommentare dabei. Ist natürlich die Frage, ob sich alle das bis zum Ende angehört haben. Aber am Schluss kommt noch was Lustiges. Auf jeden Fall bis zum Schluss bleiben. Da kommen auch noch heiratet ihr am Ende? Nein. Luise und ich? Nein. Das glaube ich, geht nicht. Ich bin ja verheiratet. Ah, kann ich meiner aktuellen Frau nicht antun. ja, dann viel Spaß auch beim Fernsehen schauen, Filme schauen, was auch immer. Vielen Dank, Kate, vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Dann gerne. Wir sehen uns morgen. Ansonsten, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.